Und wir sind in Kaltbach, in der Sandsteinhöhle. Hier sind wir rund 60 bis 80 Meter unter der Oberfläche, wo die Käse hier reifen. Wir haben hier den Quarzhang, sind die Lehmschichten drin. Und schlussendlich hat der Felsen, der Quarzhang, rund 20% Wassersättigung. Und das gibt dann die Feuchtigkeit ab, unser Sonnensystem, sodass wir eine konstante Luftfeuchtigkeit haben von 4-96%. Und durch die Feuchtigkeit, die zu dem Quarzhang auskommt, bleibt ja die Temperatur immer gleich, zwischen 12,3 und 12,5 Grad. Gleich, ob es das im Sommer draussen gegen 40 Grad wird oder im Winter 15, 20 Grad minus. Die Feuchtigkeit und die Temperatur bleiben immer gleich. Und das sind natürlich optimale Bedingungen für die Käse, die wir dann innen ausreifen. Nach rund 10,5 Monaten gehen die Emmy-Einkäufer in die ländlichen Käsereien. Dann werden die Käse klassifiziert. Und das gibt am Schluss eine Maximalpunktzahl von 20 Punkten, die Käse bekommen können. Und dass sie zu uns auf Kaltbach kommen dürfen, müssen sie Minimum 19 Punkte erreicht haben. Wenn unsere Käse nach 12 Monaten ausgereift sind, gibt es Endselektion. Wenn die bestehen, dann werden sie näher etikettiert. Dann kommt unser Logo auf die Käse. Die Pflege in Kaltbach ist speziell, weil wir hier die hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und das hilft uns wieder, durch die Reifung von diesen 6 bis 12 Monaten, je nach Käsetyp, verlieren die viel weniger an Gewicht. Also der Käse tut weniger austrocknen. Je nach Käse werden die einst bis 3 Mal in der Woche gepflegt. Da kommt ein Sprotz Wasser auf die Oberfläche, das wird einbürstet. Und so bildet sich die einzigartige Patina, wo das kräftige Aroma den verschiedenen Käse schlussendlich vermittelt. Wie bei allem braucht auch Käse eben Geduld. Durch die Reifung, den Eiweißabbau, die Kristallisierung kann vorkommen, braucht das eben Zeit. Und das sind die 12 Monate. Und dann, wenn wir Gruyère essen oder ein Möckli probieren, knirscht das fein unter den Zähnen. Und dann weiss man, jetzt haben wir ein solches Produkt erreicht. Kleine Geheimnisse gibt es überall. Wenn man hier nicht rauskommt, kann der Käse durchliegen. Und dann kommen falsche Geschmacksaroma zur Geltung und nicht die feinen, die wir eben durch unsere Pflege, durch unser Wissen näher herbringen. Alle Käse, die im Label von Marke Kaltbach laufen, sind auf ihrer Stufe rezente Käse. Käse mit einem kräftigen, reinen Aroma. Zufriedenheit hier in der Höhle, am Arbeitsplatz, ist ganz klar. Wenn man dann sieht, wenn nach 12 Monaten ein so ein ausgereifter Käse rausgeht, die Zufriedenheit spürst, siehst, die Konsumenten haben dann Freude, den dürfen zu geniessen. Das ist das, was dich zufrieden macht, was Freude macht. Ich bin der Michel, wir alle Meister von Kaltbach machen aus den besten, noch feineren Käse.